liebe Freunde, ich habe mich heute etwas legerer angezogen. Mal die Krawatte weggelassen. Wir sind heute nämlich ganz familiär unter uns. Das ist jetzt zuerst mal die vorerst letzte Folge Tourettiquette. Vielen Dank für eure Treue. Macht euch keine Sorgen. Ich komme schon wieder. Aber ihr konntet mir ja vorher noch Fragen schicken zu dem heutigen Amar. Und da will ich jetzt auch einfach mal ganz unverblümt anfangen, die zu beantworten. Jemand von euch will also wissen, hast du eigentlich oft Muskelkater bzw. Schmerzen wegen den Ticks? Falls ja, was machst du dagegen? Ja, also so über die Jahre haben sich meine Muskulatur irgendwie ganz gut daran gewöhnt. Und ich würde sagen, deswegen bleibt das eigentlich aus. Aber falls doch, würde ich mich mal melden. Und ich meine, da draußen sind bestimmt viele, die so freundlich werden, mich dann mal zu massieren. Mein Freund hat auch leichte Ticks. Leichte Zuckungen mit Hals und Töne beim Rauslassen. Kann man das auch als Tourette bezeichnen? Ja, ich bin natürlich kein Arzt, aber grundsätzlich kann natürlich das auch eine andere Art von Tick, Tickstörung sein. Aber ich würde jetzt Tourette mal nicht ausschließen. Vielleicht am besten einfach mal an die Medizinische Hochschule in Hannover gehen. Da ist das Zentrum der Deutschen Tourette-Gesellschaft und Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl als führende Expertin auf dem Gebiet wird da sicherlich mal ein Auge drauf werfen können. Alles klar. Der nächste Brief ist da. Mit der Frage, bist du Perfektionist? Wenn ja, wie? Wenn ja, wie was? Wie, wenn ja, wie perfektionistisch? Wenn ja, wie Perfektionist? Ich glaube, ich bin nicht perfekt. Ich glaube, niemand ist perfekt, aber vielleicht liegt ja auch gerade darin, die Stärke mit seiner Nicht-Perfektion leben zu können. Und ich glaube, wenn man so dazu neigt, immer alles perfekt machen zu wollen, und wird man so schnell pedantisch und steht sich selber im Weg. Deswegen glaube ich, bin ich ganz froh, dass ich kein Perfektionist bin. Sonst würden wir ja auch nicht so einen Kram wie hier produzieren, weil ist das perfekt? Sind wir mal ehrlich. Ich glaube nicht. Nun ja. Hier möchte jemand wissen, hast du auch selbstverletzendes Verhalten? Nein, selbstverletzend, autoaggressiv habe ich überhaupt nicht. Also es kann natürlich mal sein, dass ich mir irgendwo im seltenen Fall mal was anhaue. Das passiert dann so on the fly. Aber ich meine, manchmal tue ich mir auch nicht unbedingt nur Gutes. Ich meine, jeder kennt das. Man trinkt dann ja doch immer auch mal unter der Woche einen über den Durst, obwohl man das nicht machen wollte. Ich sollte auch besser zu mir selbst sein, so im Sinne dieser ganzen jetzt Superfoods und so und mehr Sport machen und Yoga und Healthy und so. Und Awareness auch ganz wichtig. Also grundsätzlich, ja, ich sollte weniger selbstverletzendes Verhalten dahingehend an den Tag legen. Das ist eine gute Anregung. Danke. Last but not least. Was haben wir denn hier? Fluch oder Segen bei feinmotorigen Beschäftigungen außen vor zu sein? Du würdest dich wundern, wie gut ich manche Sachen feinmotorisch doch kann, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Auftritt bei Guten Morgen Internet habe ich das beste Kartenhaus gebaut zum Beispiel. Also ich würde mich da nicht abschreiben. Und es gibt natürlich auch so einen Scheiß, die feinmotorisch sind, ganz ehrlich. Das will doch eh keiner machen. Also wer hat denn Lust auf irgendwie einen Samstagabend Mikado mit der Familie? Oder beim Kindergeburtstag beim Eierlauf mitzumachen? Also mal ganz ehrlich, Feinmotorik hin oder her, das ist ja wohl sicher kein Fluch, das ist doch eher ein Segen.